MJ, Alter, was machst du in dem Video, Land? Boah, 6-8, Motherfucker. Ganz gemütlich, man. Mannheim ist am Start, wenn es um Rap geht. Vicho. Aber das sind die 6-8 Gentlemans, verstehst du das? Gibst du mir einen Bauchtanz, wenn ich die Musik anmache? Let's get it, come on. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Tinder im Fitness von diesem Punky Pumping Monkey. Das wird cringe sein, Vater, aber irgendwie, wie lange geht das? Also, Ladies and 10 Minuten 29, Bruder. Komm, lass uns mal in die cringy Vibes reingehen, meine lieben Freunde. Komm, cringe it in, motherfucker. Komm, let's do the intro, Alter. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich habe einfach mein Intro vergessen, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, Alter. Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich habe mir gedacht, wir geben uns jetzt die Cringeness-Vibes. Und zwar ziehen wir uns rein von Pumping Monkey, Tinder im Fitness. Im Fitness. Egal, Vegan Power ist auf jeden Fall am Start. Leon 15 gibt es 15% auf Nacken. Ich werde euch das unten verlinken. Könnt ihr euch 15% sparen. Die haben geile Sachen wie veganes Protein. Die haben Riegel, dies, das. Auch noch andere Sachen. Checkt das auf jeden Fall ab. Vegan Power. Bicho, wie das läuft. Wir gehen jetzt rein in das Video, Alter. Ich bin gespannt. Schönen Dank fürs Einschalten. Wir sind ja hier bei El Patrons Videodreh und wir haben ja hier, ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Ich hab das jetzt zum ersten Mal, geh nicht in mein Gesicht rein, geh mal ein bisschen. Bruder, warte mal ganz kurz, ist dein Ernst, Digga? Das sind einfach, Bruder, Niggas aus Mannheim alle hinten. Was? Okay. MJ, Alter, was machst du in dem Video, Land? Digga, das gibt's doch gar nicht, Alter. Bro, was geht, Alter? MJ, einfach im Video, krass, Digga. Und der da vorne auch, Bruder. Ich hab seinen Namen vergessen, aber der ist Sänger hier, der mit der Sonnenbrille. Bro. Digga, eigentlich muss ich dem kurz ein Video schicken, Digga. Egal. Ich zeig ihm die Reaction, Alter. Krass. Was ein Zufall. Genau das Video klicke ich an. Wir haben noch nie auf ein Video von Pumping Monkey reagiert, glaube ich. Brauchen wir auch fürs Videodreh. Schön die ist. Oh mein Gott, die war bei Heidi Klum, hab ich gehört. Und die ist... Ja, TikTok von hinten rasiert. Jetzt gehen wir einmal unsere Jungs durch. Guck mal hier, oh mein Gott, Kenan Imirza Oli. Jetzt gehen wir ein zweiter. MJ, Alter, was geht, Bro? Oh mein Gott. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Bin die Selina. Selina, woher kommst du? Aus Rüsselsheim. Rüsselsheim? Ja. Rüsselsheim, Schüsse fallen. Bist du da geboren? Ja. Wie alt bist du? 18. 18? Ja. Was machst du so beruflich? Ich hab gemodelt. Wo? Modelvertrag bei Eastwest. Die ist groß, ne? Die ist größer als er, Alter. Models, machst jetzt nur noch nebenbei. Verdienst du gut Geld? Schwierig. Schwierig? Sehr kompliziert dort, ja. Okay. Davon. Und was machst du noch so nebenbei? Bei BMW arbeite ich. Bei BMW? Stark. Hab ich früher auch mal. Okay, nicht schlecht. Magst du die Autos? BMW, ja. Okay. Magst du die Autos? Oder Benz. Dann check. Digga, MJ, Bruder, du schickst mich gerade ab. Mal von oben bis unten ab. Come on. Bruder, ich schick dir jetzt eine Story, mir ist scheißegal. Okay, mal Minuspunkt. Check ihn ab. Bro, was geht ab, Digga, Alter? Ich zieh mir hier gerade ein Video, ich bin gerade live, ne? Guck mal, wen wir hier haben, Bro. Was geht, Alter? Was machst du in dem Video? Digga, ich küss dein Herz. Ist auf jeden Fall ein Bruder aus 6-8, der macht auch Musik. Check den ab, Bruder. MJ 6-8er. Selina. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Weiß nicht, irgendwie die Style ist ein bisschen... Mir gefällt zwar die Kette, aber Style ist ein bisschen, ich weiß nicht, zu altmodisch. Boah, 6-8, Motherfucker. Ganz gemütlich, man. 6-8? Mannheim. Weiß nicht. Ich kenn... So, Bruder, was, wie, was ist 6-8, was? 69, deswegen. Genau, es ist 68. Und halt, Mercedes, ne? Mm-mm. Wo ist Mercedes? Daimler, Digga. Die kommen von uns lang, ah? Und John Deere. Er mag Mercedes. Woher weißt du das? Hat er gesagt. Ach so, okay. Was sind denn deine Typen? Auf was stehst du? Männer. So elegante Männer. So wie er zum Beispiel? Falscher Text, das muss bei ihm sein. Ja, halt so vom Style her, ja. Ja? Ja. Okay, wer wäre denn hier so einer dein Typ? Ja, okay, sie kommt uns an. Hast du Ex-Freunde? Wie viele? Ein. Eine? Wie lang? Ja, ist ein halbes Jahr, fast ein Jahr. Warum nicht mehr?
War nicht mehr. Aber ich muss sagen, normalerweise sind die Mädels auch und Kandidaten teilweise in seinen Videos echt cringig unterwegs, aber die für eine 18-Jährige eigentlich sehr sympathisch, ne? So nett und nicht so assi, nenn ich's mal. Okay, trotzdem, ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Muss ja so viel laufen. Gigo, stell dich mal vor. Was geht? Ich bin MJ aus Mannheim, wie man hier sieht, 6'8", ja. Ganz gemütlich, man. Ich mache auch Musik, ich rap. Kannst du rappen? Ja, aber ich rap jetzt nicht. Schon mal vorweggenommen. Nicht. Weil. Ja, aber du würdest doch mal so beweisen, was du drauf hast. Man braucht keinen Beweis. Man kann meine Musik hören, Spotify, checkt's ab, MJ68er, YouTube. Könnt ihr euch alle reinpressen? Gebt euch, meine lieben Freunde, gebt euch. Bra Studio, Instagram, checkt's ab. Mannheim ist am Start, wenn's um Rap geht. Wie lange machst du Musik? Vicio. 10 Jahre. Schon viele Frauen damit überzeugt? Ja, musst du die Frauen fragen. Ja, kennt ihr seine Musik? Wollen wir einmal deine Musik abspielen? Okay, wir hören uns jetzt die Musik ab. Ladies, ihr gebt... Oh shit, man, live reacted in raus. Bewertung ab, okay, let's go. Und Ladies, was glaubst du, was sagt dein Gefühl? Kann er es oder nicht? Er ist Mannheimer. Das geht, ich weiß nicht so. Also ich bin nicht überzeugt. Du bist nicht überzeugt? Noch nicht. Oh nee, Digga, hör auf. Du sagst... Der ist aus 6'8, du musst ja sagen. Wird ein Fail. Ja. Okay, was sagst du? Ich glaube, es könnte was werden. Yeah, 100 Niggas, Alter, das ist der Song, Bruder. Das ist der erste von Morris gewesen, glaube ich. Film die Mädels. Film die Mädels. 100 Niggas in meinem Block. Was sagst du? Was? Bruder, habe ich brutal gepumpt damals. Auch voll gefeiert und supported, Digi. Och, ist gut. Bin ich nice. Was sagt ihr da? 100 Nicks in deinem Block. Hol den Nixon in deinem Block. Hol den Nixon. Ja. 100 Mädels in deinem Block. Bruder, das Ding ist, ich finde es gerade voll krass, dass ich genau das Video rausgesucht habe, wo der jetzt in dieser 6-8-Film mit drin ist und so. Das flasht mich gerade voll. In deinem Block. Ach so, ja, das darf ich ja nicht sagen, also. Yeah. Okay, wir hören uns Feedback an. Nicht schlecht. Das ist kein Zufall, ne? Das wissen wir, Freunde. Was sagst du? Also ich finde es nicht schlecht, aber jetzt auch nicht etwas, was ich höre. So. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack, ist nicht Schlimmes. Also ich finde es gut, aber es ist nicht, was ich höre. Was hörst du denn? Was höre ich? Hip-Hop, AK, ich höre alles. Hip-Hop, AK. Beispiel. Was sagst du? Der war ja jetzt dein Date eigentlich. War doch Hip-Hop, Diggi. Genau, die Wortwahl ist halt ein bisschen, ja? Ne? Mhm. Aber es war gut. Hat er dich überzeugt? Nice, so. Gibst du mir jetzt eine Rose? Eine halbe Rose. Eine halbe Rose? Oh. Und ein halbes Röschen. Musik machen? Ha? Wie bitte? Was hast du gesagt? Den Stängel von der Rose, sagt sie. Den Stängel. Halbe Rose. Gut. Stängel denn, man. Also haben wir ja oder nein? Ja, nein. Komm, wir hören uns die Meinung von drüben an. Bro, ja. Check sie mal ab von oben bis unten. So, Bro, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ja, doch. Begründung, weil sie ist, kommt mir authentisch rüber. Ist eine hübsche, ja. Seht ihr das, wie das hier abläuft? Richtig korrekt. Obwohl sie nein sagt, fast nein sagt, sagt er trotzdem. Aber das sind die 6-8 Gentlemen, verstehst du das? So, ein Applaus für ihn. Ich hab keinen Typ, so weißt du. Wenn wir viben, dann vibe. Kameraführung sehr hektisch auch bei den Bres, ne? YouTube Deutschland ist cringe, hat einer gesagt. Bro, deswegen sind wir reingegangen in das Video, wir wollten cringen. Okay, ja. Nicht schlecht. Nicht, was hast du gesagt? Gute Antwort. Willst du ihn jetzt heiraten? Nein. Okay, ey, ihr habt sehr schön gemacht, dankeschön. Wir gehen eins weiter. Hello. Hello. Stellen Sie sich mal bitte vor. Also ich bin Astia, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Aschaffenburg. Was machst du so, Astia? Was mache ich? Ich arbeite nun nebenbei TikTok. Okay, bist du bekannt? Ob ich bekannt bin, weiß ich nicht. Wie viele Follower hast du denn? 40.000. 40.000? Ja. Was machst du so? Süße Mäuse. Was machst du auf TikTok? Tanzen. Also womit bist du bekannt geworden? Augenkontaktlinsen, ne? Ja, safe. Bauchtanz. Sonst hätte ich jetzt Komplimente rausgehauen. Erstes Video gewesen, ist direkt viral gegangen. Gibst du mir einen Bauchtanz, wenn ich die Musik anmache? Das geht, komm mal. Nein. So ein bisschen. So. Komm. Ey, mach mal Dings. Musik an. Nein. Ich will einmal sehen. Wir wollen es alle sehen. Nein, geht auf TikTok. Wie heißt du denn? IM.Astia. Ja. Auf Insta und Astia.cc. Der war. Ein Strich auf TikTok. Der war gerade sehr hart, ich weiß. Okay, Astia, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been
mine, baby. Stark. Okay, Asya, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich bin ehrlich, ich würde ihn daten, ja. Echt? Ja, sieht ganz fresh aus. Ganz fresh. Jawohl, Junge, Alter. Schmetterlinge im Bauch? Bissel? Fragen wir mal so. Den kenn ich doch auch, Bruder. Was sind deine Typen? Ich hab keinen Typ. Ich muss jemanden sehen und wenn der so gut aus... Was hast du gesagt? Guck mich an, dann siehst du, was der Typ ist. Boah, was sagst du zu dieser Aussage? Selbstbewusst, sie feiert das, sehe ich in den Augen. Hast du dich angemacht oder war es eher ein Upturn? Hat sie angemacht. Hä? Ja, es kommt schon hin so. Hast du Ex-Freunde? Ja, ja. Wie viele? Einen. Wie lange? 5 Jahre. 5? Wow. Beziehungsfähig auch noch. Warum nicht mehr? Ja. Nee, es hat einfach... The Fame? Klapp. Okay, gut. Sehr schön gemacht. Wir haben ein Jahr. Werd glücklich. Wir gehen rüber. Bro, stell dich mal vor. Abraham. Ehrlich? Nein, Okan aus Mannheim. Digga, es gibt gerade mir voll die Flashbacks. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne die Jungs einfach seit... Weiß ich nicht, Digga. Älter. 28. 28, okay. Okan, check mal Ashtray, Astia einmal von oben. Ashtray! I've been really trying, baby. Okay, Okan, würdest du Astia denken? Ja, nein, begründe es. Sieht süß. Ja, sieht süß aus. Mhm. Ist auch sympathisch. Mhm. Ich glaube schon, dass ich sie daten würde. Okay, und ist sie auch dein Typ? Nein. Nein? Nein, aber daten würde sie trotzdem. Warum ist sie nicht dein Typ? Was gefällt dir an ihr nicht? Zu offen. Zu offen? Zu offen. Zu offen. Ja, du bist mal einmal, Bruder. Zieh den Kopftuch an, Lager. Jetzt, wir sind ja, Leute, ey. Wir sind ja beim Musikvideodreh, ne? Ziehst du dich im Alltag auch so an oder eher so mehr ein bisschen? Also, oder ist das so dein Style? Nee, ich bin jetzt nur hier wegen Musikvideos jetzt so angezogen natürlich, aber ich zieh mich... Was drehen die denn da für ein Musikvideo? Auch offen an im Sommer. Okay. Also ich laufe nicht mit Jeanshose rum bei 40 Grad oder komm so. Komm mal her. Bist du Türkin? Ja. Ja? Was? Ja. Hä? Was hast du nicht gewusst? Was hast du gedacht? Was? Du bist Türkin? Ja. Ist ein Türkçe biliyor musun? Evet. Ah ja, mein Name. Der mir neler söyledim. Die Augen, weil der hat sich von den Augen flashen lassen wahrscheinlich. warte, was dachtest du? Ich? Wie, du bist Türkin? Warte mal, was dachtest du denn? Was dachtest du? Bruder, alles aber nicht Türkin. Nur Türkin. Ja, voll. Türkin, vielleicht, ja doch, Türkin. Ach, nur Türkin, was laberst du? Ah, ah. Ah, ah. Öle mir, ja doch. Was hast du gedacht, ohne Scheiß, immer so schön gehen? Keine Ahnung, alles aber nicht türkisch. Du hast zu viel trainiert, Bruder. Ja, das war alles der hier, der hat mir zu viel Booster gegeben heute. Ja. Woher kommst du denn? Ich bin aserbaidschanische Türkin. Mein Papa kommt aus Tokat, meine Mutter ist Aserbaidschaner. Ja, dann redet ihr auch so fast wie Erzurum. Ich glaube, bei meinem Homie auch, Digga. Bei einem Homie von mir aus 6, das ist auch so. So wie wir. Okay, Okan. Was sagst du? Also, sie zieht sich auch in ihrer Freizeit offen an. Kann man überlegen. Kann man sich überlegen. Warum stimmt nicht das, wenn sie sich so anzieht? Ich mag's nicht, Bruder. Warum magst du es nicht? Einfach so, ich habe meine Prinzipien, ich mag's nicht. Okay, was ist denn, wenn deine Freundin sich jetzt offen anziehen würde? Sie wäre erst recht gar nicht meine Freundin. Wenn sie sich so anziehen würde, wäre sie gar nicht meine Freundin. Okay. Was sagst du dazu? Weiter geht's. Ich glaube, sie kann damit leben. Würdest du damit klarkommen? Was? Dass ich mich nicht mehr so anziehe? Ja. Also, wenn ich jetzt einen Freund habe. Wenn sie Respekt vor mir hätte, ja. Safe, Digga, ist Türkin. Was? Wenn sie Respekt vor mir hätte, ja. Willst du? Da geht dieses Spielchen los. Du? Okay, also, was sagst du? Was soll ich sagen? Ja. Kommen wir hier zu einem Date? Ja, von mir ja. Ja? Von mir auch. Okay, komm, ein Applaus für die beiden. Okay, ey, geklärt, das war mal was ganz anderes, ein Tinder einfach so aus dem Fitnessstudio. Aber da waren jetzt nur zwei, oder? Haben doch voll viele gefehlt gerade noch. Ich hab gedacht, wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir das. Ja, sorry, ich bin schon draußen. Machen ein kleines rein. Tinder. Hier ist einmal El Patron, ne, mit seinem neuen Musikvideo. Ich bin komplett orange, ich war bei der... Ja, Orangen. Okay, Ladies, danke. Wer ist er eigentlich nochmal, Digga? Der kommt mir bekannt. Der sieht aus wie der Breitenberg, Bruder. Ne? Wie der von Abu. Machen ein kleines Tinder. Hier ist einmal El Patron, ne?
Warte mal, der kommt mir aber auch bekannt vor, Bro. Neues Musikvideo. Ich bin komplett orange, ich war bei der Mutter. Ja, Orangensaft. Hey, Ladies, danke schön, dass ihr dabei wart. Ich hätte niemals gedacht, dass du eine Türkin bist. Ich bin echt. Aber die ist schon süß. Hallo Sonja! Nur weil du feiern gehen willst. Bist du auf Entzug? Okay, Digga. Das war's, Alter. Genug Cringe für heute. Däumchen nach oben. Auf jeden Fall krass, dass es einfach eine Folge war, wo die ganzen 6-8 Boys am Start waren. Hat mich gefreut, Alter. Richtig nice. Checkt auf jeden Fall MJ auch aus. Die Musik, dies, das, bla bla bla. Und dann war's es auch mit dem Video gewesen. YouTube, wir sehen uns. Peace. Feier ich null, wenn man Menschen verändert für eine Beziehung. Ja, fühle ich, was du sagst. Aber jeder kann ja seine eigene Dings haben. Er hat ja auch ganz klar dazu gesagt, wir werden dann gar nicht erst zusammen. Also, dass er eine Frau sucht, die ein ähnliches Mindstate hat wie er, was das Thema angeht. Das ist El Patron, Dicker, ist immer bei Pumping dabei. Okay, verstehe.